Diese Frau hier hinter mir, liebe Zuschauer, heißt Dorothee Winter, ist gerade mal 31 Jahre jung und erste Offizierin auf einem supermodernen Kreuzfahrtschiff. Sie sorgt auf der Brücke für den richtigen Kurs und natürlich dafür, dass der Luxusdampfer sicher in den nächsten Hafen gelangt. An Bord mehr als 5000 Passagiere, die sich nicht nur mit Autoscooter fahren und Shopping die Zeit vertreiben. Eigentlich kommt sie mitten aus dem Ruhrgebiet, doch der Arbeitsplatz von Dorothee Winter liegt derzeit irgendwo zwischen New York und Nassau auf den Bahamas. Als erste Offizierin hat sie in dieser Schicht die Verantwortung auf der Brücke. Mehr als 5000 Menschen sind auf dem Schiff, das die 31-Jährige gerade steuert. Ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht. Wir sind früher immer sehr viel an der Ostsee gewesen, Nordsee und so. Und da fing das so ein bisschen an und dann habe ich in Elsfleth ein Kennenlernwochenende gemacht, wo der Studiengang vorgestellt worden ist. Und in Deutschland war das so zu der Zeit, dass man erst auf See gefahren ist für 6 Monate. Und dafür habe ich mich dann beworben und dann bin ich dabei geblieben. Mit dem abgeschlossenen Nautikstudium fährt Dorothee Winter aus Herne-Börnich seit 5 Jahren zur See. Kurs Karibik. In dieser Schicht als erster Offizier trägt die 31-Jährige die ganze Verantwortung. Diesmal 5 Stunden Anspannung am Stück. Momentan haben wir kaum Verkehr, das Wetter ist gut. Von daher ist es sehr sicher. Aber man hat natürlich eine Verantwortung, wenn man sich anguckt, wie viele Passagiere wir an Bord haben und auch wie viel Crew wir an Bord haben. Also wir haben das Neueste, was es im Moment auch sogar in Deutschland auf dem Markt gibt, an Systemen. Die Systeme machen das meiste für uns. Wir sind aber immer noch hier, um das zu überwachen, dass es auch alles so seinen richtigen Weg geht. Das ist, arbeitet wie eine Maus quasi für meinen Bildschirm hier, für meinen Radar. Und ich bediene quasi meinen Bildschirm damit, wie am Computer. Immer 10 Wochen am Stück hat die Deutsche nun Dienst auf hoher See. Danach folgt ein Heimaturlaub. 8 Stunden täglich Wechselschicht auf der Brücke, auch nachts. Nach wenigen Tagen auf dem Schiff ist doch noch alles neu. Wie soll ich das beschreiben? Es ist aufregend, gerade weil es auch ein ganz neues Schiff ist, eine neue Größe. Wir haben so viele neue Sachen an Bord, die es halt so noch nie gegeben hat. Und es ist halt aufregend, wie das alles funktioniert, wie alles zusammengekommen ist. Dieses Schiff bietet den 4.100 Gästen Spaß fast rund um die Uhr. Das gab es auf dem Wasser noch nie. Autoscooter und ein Simulator für den freien Fall. Auch der Blick aus der Aussichtskapsel hoch über dem Pool ist für die Gäste mit drin. Doch haben auch die Mitarbeiter hier mal Zeit für diese neuen Abenteuer auf dem Wasser? Man hat mal was davon. Also es werden immer Sachen für die Crew auch angeboten. Man hat nicht sehr viel davon, aber man hat immer was davon. Man hat auch was davon von den Häfen, dadurch, dass die Passagierschiffe immer sehr nah in der Stadt liegen. Dadurch haben wir auch viel mehr von den Häfen als jetzt auf anderen normalen Handelsschiffen. Und was an Bord gibt es für die Crew immer einmal im Monat, wird meistens versucht, immer irgendeine Sache wie den Flowrider, den Northstar für die Crew zu blocken, damit die auch was davon haben und das auch mal nutzen können. Erst wenige Tage auf diesem Cruise Liner im Dienst. Davor war Dorothee Winter 4 Jahre auf einem anderen Schiff der Flotte. Für die Frau aus Herne ist noch alles neu. Hey, good afternoon. Good, how are you? You're ready to go? Let's go. Hotelchef Darren Budden möchte der frischen Kollegin einige besondere Bereiche für die Gäste zeigen. Die neue Lounge am Heck des Schiffes ist einer davon. Der Raum ist extrem teuer gewesen. Der war so teuer wie das erste Schiff, das unsere Reederei vor vielen Jahren gebaut hat. Abends laufen hier aufwendige Shows. Zur Bühne gehören dann große Bildschirme, die mit Industrierobotern bewegt werden. Nee, gesehen habe ich es noch nie. Das ist echt beeindruckend. Ohne Aufzug geht gar nichts. Immerhin gibt es hier 16 verschiedene Etagen. Auch das hat Dorothee Winter auf keinem anderen Schiff gesehen. Eine Bar, in der Roboter die Drinks mixen. Davon gehört, davon auch schon gelesen, aber noch nicht gesehen. Und es ist witzig. Also da würde ich auch gerne mal einen Drink bestellen. Weiter geht es mit der Tour über das 350 Meter lange Schiff.
auch in den eigentlich simplen Innenkabinen ohne Fenster kann der Hotelchef eine Neuerung präsentieren. Ein riesiger Bildschirm gaukelt einen Balkon vor. Trotz Wand der Blick aufs Meer, live. Die Kameras dazu hängen auf der Brücke. Das ist natürlich toll, weil man wirklich auch sieht, was draußen passiert. Man ist zwar innen im Schiff, aber man weiß trotzdem, wie das Wetter ist, wie die See ist. Man fühlt es selbst mit, wie die Wellen sind. Das ist schon beeindruckend. Zurück auf der Brücke. Hier zeigt uns Dorothee Winter einen der wichtigsten Räume auf dem Schiff. Bei Notfällen an Bord werden hier die Entscheidungen getroffen. Hier sind wir im Safety Center. Das heißt, hier kommen unsere ganzen Systeme zusammen. Wie ich schon gesagt habe, Rauchdetektoren, Feuerdetektoren, unterschiedliche Alarms für Wasserschutztüren etc. 911-Calls, also die Notfallnummer, die kommt auch, wird auch hier hingeleitet. Und im Fall eines Notfalls wird alles quasi von hier aus geregelt. Noch 7 Wochen bis zum nächsten Heimaturlaub in Deutschland. Dann hat Dorothee Winter gut 2 Monate frei. Das Schiff soll nun Arbeitsplatz für viele Jahre sein. Das Ziel der 31-Jährigen, sie möchte bald Kapitän auf einem solchen Megaschiff sein. Ciao, ich gebe jetzt das Steuer ab und zwar an Kapitän Norbert Lehmann ins ZDF Mittagsmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Sie wissen schon, 10 nach 12. Bis dahin, tschüss, servus und ade. Ich zähle auf Sie.